Heute Tower F1 Stadia Liga in Ungarn. Ja. Ja, wo ist denn die Laura? Ich rekorde den Käse mal wieder. Wenn es langweilig ist, lösche ich es wieder. Nein, ja. Das musst du lassen. Das nicht löschen. Nein. Ich bin ja auch bloß ganz hinten rumgefahren, das letzte Rennen, da ist null Interessantes drin. Sowas braucht man nicht zeigen. Ich finde das Gelaber interessant, das ist gut in die Elke. Ja. 3, 5. Der Marlon fehlt noch, ne? Ne, ich bin da. Ah. Ja, alle da, ne? Nein, noch nicht, bis gleich. Ja, Moment. Ne, aber jetzt im Chat. Achso, ja. 4, 5, 6, 7, ja, alle 7 da. Alle 7 Zwerge. Von den 7 Bergen. Fehlt nur noch das Schneeflättchen, Schneewittchen. Tower, ruhig bleiben, kann spruchlos lassen. Ich wollte da noch mal was sagen. War mir schon fast klar. Es lag dir, glaube ich, bestimmt auf der Zunge, aber. Ja. Nachtreten nicht gut. Genau, macht man nicht. Na, ich trete ja nicht nach. An wen soll ich denn treten noch? Weiß ich doch nicht. Ist ja keiner mehr da zum Treten. Die Strecke mag ich nicht. Ja, die ist auch ätzend. Ja. Die ist schön eng. So, wie sieht der Wetterbericht aus, Barclay? Kommt ja nicht alle da. Kommt doch erst noch. Ihr müsst doch mal kurz warten. Ich muss noch meinen Stream öffentlich stellen, bitte. Jo. Hast du uns gefragt, ob wir mitgestreamt werden möchten? Echt gehabt? Wir hatten noch keinen Datenschutzplatz vorliegen gehabt. Echt gehabt? Wer? Viara, du? Mach vor die Autos so einen schwarzen Balken. Beklag mich doch. Komm schon, Musik. Das wär's, wenn du das Auto ausblenden musst. Ja, genau. Das ist verpixeln. Und jedes Mal, wenn er im Stream spricht, dann piep. Ja. Oh. Jetzt kommt's endlich. Ja, ping, 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 ping ist schon eine Mitteilung, da streamt jemand. Ja. Entschuldigung, Jungs, dass ihr warten müsst. Auf dich warten wir doch gerne. Dankeschön. Naja. Hallo? Komm, ich war mal nett. Tower schleimt es, dass er schnell vorbeigelassen wird dann beim Schweizer. Tower. Aber hat er geschickt hingekriegt, ne? Drei Flaggen über ihn und drei Flaggen unter ihm. Aber nur weil er nicht in der EU ist. Ja. Ich bin nur neidisch. Nicht sogar noch stimmen. Hä? So, hat der Zombax schon irgendwo mal geschrieben? Nö. Wegen was? Dass er raus ist. Nein, dass er normalerweise schreibt er doch in jedem Stream immer Hallo oder so. Ach so, ja, nee. Schreib's so. Nicht auf. Morgen, wie ist die Einstellung? Och, Tower. Ach komm. Mensch, ich muss mich doch hier um mein Zeug kümmern. Ja, ich guck noch mal, wo ich dein Dings hab, ja. Okay. Oh, er piept schon. Sag mal, wenn er weiß. Ich weiß es nicht. Wie viel? 3-1. Für Brasilien. Ja, toll. Kann ich ja gleich noch mal umstellen. Eins. Oder? Ich hatte mal einen Flügel. Ich wollte hier in den Flügel kaputt fahren. Jetzt.
hab's auf Video, kannst du dir anschauen. Auch bestimmt in der Kurve, wo du immer der Arsch kommt, wo du dann rechts dann anwischst. Wo du nicht innen drüben drüber fahren darfst. Achso, ja. Boah. Also die Flügeleinstellung ist mit Sicherheit falsch. Schau, wo ich jetzt gelandet bin, ich hätte nicht so. Und oben ist wieder schuld. 4-11. 4-11. Wie sicher, dass das 4-11 ist? Hirschkäfer 1-15-8 und dann hier. Ist das dein Ernst? Ich bin mit kaputten Füßen. Ich weiß nicht, wie ihr gefahren seid, aber. 1-17 glatt ist auch nice. Ich hab mich angeschränkt. Jetzt Regen. Ja, ja. Bitte. Wenn das jetzt Regen ist, dann höre ich sofort auf zu fahren. Ja. Das wäre schön. Ach, nö. So, Power, machen wir. Fahren wir wieder auf hier. Den Sprit mitnehmen, ne? Jo. Dann viel Glück und mir das meiste. Cheats. Und los. Der Moon hat ja total geschlafen, ey. Komm mal und fahr durch. Oh, bremst er ab, ey. Das war der Flügel vom Mugen. Ja, dann wollte er rechts neben mir noch reinziehen. Er hat einen Marlon vor mir. Der Marlon hat sich nicht getraut, an den Mugen vorbeizufahren. Aber Mugen muss mich mal vorbeilassen. Oh, doch. Oh, da ist aber die Karre noch gut abgefangen, ey. Das war ein starker Start. Gut gemacht. War kein guter Start. Nee, echt? Barclay, Auto weg. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Oh! Boah! Was machst du denn da? Ja, ich musste bremsen wegen ihm. Ich musste mein Delta verringern. Ich dachte mir, das machst du mal in der Kurve. Boah, leck mir mal Arsch, ey. Hat funktioniert. Ja. Zählte schon runter von 13 Sekunden. Okay, oh, bremst mal. Hab ich mich erschreckt, ey. Ja. Aber du bist schon aus, Barclay, oder? Doch. Ja. Das Auto komplett weggeschmissen. Nice. So, der Host bist du? Ich bin der Host. Du musst jetzt drinnen bleiben bis zum Ende. Hat aber nicht geruckelt, oder? Oder hat was geruckelt? Nein. Na, war super. Der Vorteil ist, das kannst du zumindest wunderschöne Videos machen und diese kommentieren. Ah ja, das ist auch gut. Ist einer Falco danach? Der wollte mich da überholen, hat sich nicht. Ich habe gesehen, dass du links kommst. Ich war zwar ein bisschen schneller, aber dann sind wir gleich gewesen. Du hast dann wieder Schluss und dann gedacht, schaffe ich es innen oder nicht? Und dann habe ich ein bisschen zu spät gebremst und dann war es das.
Kai, warum bist du denn jetzt an die Box gefahren? Ich riskiere das wirklich nicht, scheißegal. Ich spreche jetzt die 32 Stunden durch. Nee. Ich glaube, er will die Weißen. Meine Strategie willst du machen? Der fährt nicht mit Weißen durch, weil wenn es nass wird, nützt das nichts. Das wird nass. Ich hab dich schneller fahren. Ich wundere mich, dass der Moon nicht an die Box gegangen ist. Dass meine Strategie jetzt auch nicht aufgegangen ist. Fährt sich noch ganz gut. Aber ich habe deinen Flügel fliegen sehen bei einem. Ja, aber ich bin ja trotzdem dran geblieben. Ja, okay. Das kann mit meinem Film gewesen sein. Nee, bei mir ist Flügel auch weggeflogen. Ich hab. Ich stehe von dir mal rechts. Ich überhole dich links. Du fährst mir einfach zu langsam. Ne? Das ein richtig geiles Video machen willst, Park, ja, du es richtig das Rennen kommentieren. Sowas kann ich nicht. Barclay, der Schweigsame willst und dann nach Rennen kommentieren. Ich habe ja auch keinen Bock dazu, wenn ich rausgeflogen bin. Ich wollte heute mal was zu Ende fahren. Nix war's. Da musst du alleine spielen, du wenn jetzt du zu Ende fahren willst. Mach dir jetzt die Laura vor mir. Und ich war schon gekommen. Ja, ich auch. Ja, mein Problem war jetzt eigentlich nur durch die scheiß Safety Car gedrückt. Jetzt konnte ich nicht schnell fahren. Aber haben wir schon wieder alles dabei, ne? Safety Car. Jetzt fehlt nur noch Regen. Oh, Mugen! Verrückt! Verrückter Junge! Du hast mich. Ach, Mugen, ehrlich, dein Ernst? Was? Jetzt sag nicht, ich hab dich gar nicht berührt. Ja, klar, du bist mir rechts, also von mir aus, von mir aus rechts und bei dir links in die Seite gefahren. Ich war aber bei dir nie am Flügel dran. Nee, du warst mir in der Seite. Was für... Ach, nein! Das sehe ich jetzt erst. 5 Sekunden. Ich habe nicht mal eine Verwarnung gekriegt. Hä? Okay, das tut mir... Aber wenn du eine 5 Sekunden kriegst, ist das deine Schuld. das habe ich jetzt echt nicht gesehen. Laura, die holen wir uns heute. Boah, Morgen, Emma. Das ist gerade mal passiert. Ey, das war ja gar nichts. Ja, aber du hast mich trotzdem berührt. Ja, aber ich habe ja nichts. Wenn ich dich ja berühre, dann kriegen wir ja beide normalerweise. Ich war echt nicht meine Absicht. Wenn du mich jetzt aber mit Absicht drauf fahren lässt, dann kriegst du nochmal 5 drauf. Ich habe 30 Sekunden weg und auf einmal hat er einfach noch einen Ticken aufgebaut. Ja, weil du zu viel Abstand gelassen hast, ne? Oder? Es geht bei der Strategie überhaupt nicht mehr auf, ey. Ja. Durch den Scheiß, durch den Regen und durch das Safety Car ist meine Strategie jetzt komplett im Arsch. Hä? Jetzt hab ich auch nicht frei. Ich hab dich nicht mal berührt. Hä? Was? Danke, Freund. Ich bin rechts wie dir. Da war nix. Ich hab dich nicht berührt. Nein. War selber schuld. Übermotiviert. Ich hab's probiert. Ja. Danke für alles. Geht über den Korb. Oh, ich nehme keine Kurven.
Was machst du denn? Enttäuschend in die Box fahren. Hatte zu viel Spin auf dem hinteren Reifen. Und dann ja, ich denke nur, was macht er denn da? Ich hoffe jetzt Regenreifen. Aber ja, du gleich die blauen. Die blauen bitte. Ja, logisch. Da sparst du dir am Boxenstopp. Ja. Also Jeff hat gesagt, fängt gleich an zu regnen. Also hier kam gerade schon der Schwamm. Ja. Ja. Jetzt mit dem weißen Reifen auch nicht rentiert, ne? Nee. Genauso wenig wie meine gelben. Hat schon bei euch Jeff irgendwie gesagt, wann er damit rechnet jetzt? Reifenwechsel? Nee, Runde. Das sagt er ja nie. In der nächsten Runde Reifenwechsel. Doch, der sagt dann meistens, die Reifen sind dann... Hat er nicht, wenn es anfängt zu regnen. Lass jetzt mal eine Runde vergehen. DRS ist erstmal aktiv, also noch alles gut. Also er hat gesagt, er wird jetzt in eine Viertelstunde zunehmen. Nee, das hat er bei mir vorne nicht gesagt. Ja, ich habe gerade im Wetterbericht abgefragt. Okay, mir hat das gerade gesagt. Ich soll überlegen, ob ich am nächsten Boxen zu übertreten kann. Doch kann aber auch Runde 30 sein müssen. Also wenn ich so Hirschkäfer betrachte und mich, dann sehen die roten Reifen, die schmieren aber schon ganz gut schön. Ja. Ja. Also bis zum Wechsel wird es noch dauern, sagt er gerade. Da müsst ihr die roten wieder ganz schön abholzen. Ja. Oh, hier steht er. Ja, dann sag mir jetzt, soll ich in die Box kommen. Ich glaube, die Gelben lassen sich jetzt noch am besten fahren. Ja, passt gut auf. Nein, muss ich sowieso nicht aufschalten von Bruder. Ja, rot. Scheiße. Leiser. Sonne kommt. Ja, da war's. Ich komme auf die Strecke morgen, ne? Ja. Scheiße, ey. Boah, schön im Drift dadurch, ey. Hast du die Kurve von zu weit außen angefahren? Ja. Jo. Das ist ein Loch. Die Bots fahren jetzt schon an die Box. Ja, Jeff, jetzt entscheide dich mal. Jetzt wird es lang und kritisch hier.
Du fährst die Kurve jetzt innen an, oder was? Sag ich dir nicht. Okay. Dann bleib ich auch mal innen. Nein, da bloß du bist in die Box gefahren. Brechen will ich nicht mehr machen. Scheiße, ey. Sagt, Intermediates werden bei diesen Bedingungen zu heiß, aber auch sonst geht's eigentlich auch nicht. Genau. Hast du doch nicht verraten, perfekt. Marlon. Wir haben einen anderen Jeff. Die haben Jeff irgendwie mehr Ahnung als meiner. Diese Kurve, ich hasse ihn, ich hasse. Barclay ist immer noch schwammelig. Der Barclay ist immer noch total angespannt beim Zugucken, ne? Ja. Der guckt dann nebenbei Serie. Ich weiß nicht. Was? Muss bloß laufen wegen Server. Ich guck YouTube irgendwas an, ja. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Sorry. Den Platz darfst du gerne wieder haben. Wenn der abschießt, ist mir alles wurscht. Nee, weil da konnte nirgends mehr hin. Also ich werde hier sonst reingezogen. Das wäre nicht fair. Tower in Kanada. Der hat es doch ganz geschickt gemacht, der Tower in Kanada, ne? Was denn? Da sagte er da kurz vor dieser Haarnadelkurve, Vorsicht, ich kann überbremsen, dann fahre er links oben. Ne? Es passiert nichts, er will mich wieder vorbeilassen. Ich fahr vorbei, genau in dem Moment Safety Car Überholverbot. Yep. Das hat er doch damals mit Absicht gemacht. Der Safety Car kam genau passend. Genau dem vorbeigeschossen bin, kurz davor. Bin ich der Einzige, der auf harten Halten richtig rutscht? Jetzt will er mit Intermediates anbringen. Nee, auch auf Medium rutschen wir ganz schön stark mittlerweile. Sehe ich nicht. Ist da angenehm. Und so hat er jetzt schon irgendein Intermediates gesagt? Ja.
ich mache das jetzt auch. Ich will schon. Nein! Das macht ihn nicht alles klar. Leiche da reinfahren sollen. Ja, das war jetzt wirklich genau in der einen Runde. Zack, bumm, war's rum. Ne? Oh, ich habe 7 Sekunden auf Mugen verloren. Scheiße. Oh komm, kriegst du noch die Kurve? Meine Fresse. Ja, Boxeneinfahrt war geil, ne? Ein Millimeter Arbeit bei mir. Ich habe schon das eine Rad auf die Strecke zurückrollen sehen, wie bei mir hier in Spanien oder wo das war. War knapp, ne? Ja, sah gut aus. Alles für die Fans. Wie viele Zuschauer habe ich? Ah, oh, kein. Okay. Aber die könnten, wenn sie wollten, ein schönes Rennen sehen. Ja, zum Max Huckel auf jeden Fall zu. Bei dir aber nicht bei Cisco, oder? Ja, nicht. Satter, also. Hast du denn einen Stream noch an, Barclay? Von YouTube gucken. Was war? Ja, hast du, deinen Stream noch an? Ich streame nicht, ich rekorde bloß. Ja, aber du nimmst ihn auf und guckst dir die einzelnen Positionen durch, ne?
Ja, genau. Ich klicke immer mal rein. Hier hin und dorthin. Alles gut. Es gibt auch schöne Videos, muss ich sagen. Also optisch schaut das schon phänomenal geil aus. Kannst du gleich mal auf Cisco mich gucken, hier um Platz 3 kann. Bist du mit 30? Mal sehen, wie der Tower untergeht. Wie das nächste Safety Car kommt. Ja. Oder so. Der Einflug vom Hubschrauber von Tower. Oh, jetzt hat Jeff gerade erzählt, dass das Wetter noch stürmischer wird. Stürmisch ist nicht schlimm, solange der Regen gleich bleibt. Nee, es bilden sich mehr Wassersäcke auf der Straße. Aber jetzt, er glaubt noch, dass er im Moment die besten Reifen sind. Super. Was er so glaubt, ne? Jetzt schon? Das ist früh. Nee, ist genau richtig. Ich mach nicht. Ich hätte es gerade eben bös rausgeschoben. Sagt er mir auch, er soll in die Box kommen. Warum denn? Das denn? Ja. Der Wart weg. Auto weggeschmissen. Ich war zu nah an Cisco dran und wollte dann hinterher dranbleiben und habe zu viel Gas gegeben in die Kurve. Ich bin auch schon die ganze Zeit gerutscht wie sonst was. Also. Mugen, ey. Sag doch schön, das ist zu früh. Was macht der in derselben Runde? Fährt ran. Schlawiner. Kann ja sein, dass du Durchfall fährst. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass keiner bei mir an der Box steht. Ach ne, echt jetzt. Wie viele Regenrennen hatten wir jetzt schon insgesamt? Ja. Ich mag das, wenn es so durcheinander ist, weil da hast du auch so als nicht ganz der schnellste Fahrer, hast du auch mal die Chance, ein bisschen vorzukommen. Hoa fährt weiter auf Intermediate. Jo. Taktisch nicht, taktisch klug eigentlich. Der Regen fest da. Der Regen soll nämlich nachlassen, ja. Oh, leck mich doch mal. Aber es hat bei mir den letzten Tag gleich aufgelassen und es auch nicht mehr geboten.
Wir schmeißen Jeff raus, damit er klar ist. Verliert aber jetzt enorm viel Zeit auch dadurch. Ja, aber nur, weil ich fast weggeflogen bin. Ja, ja. Ja, du warst gerade 9,4 Sekunden. Jetzt sind 12. Ja, weil ich mir fast weggeschmissen habe. Ja, nicht, dass du noch zu früh an die Box gehst, ne? Nö, ich gehe gar nicht mehr in die Box. So, ab jetzt zählt er. 12 Sekunden hast du Vorsprung. Jetzt gucke ich mal. Also ich kann auch sagen, ich habe dir jetzt schon 4 Sekunden geklaut. Ja, hallo, weil ich mich fast gedreht habe. So. Es gibt noch eine Kurve, die mag ich nicht. Ich. Ich jetzt versemmelt die Kurve. Ja, danke. Wenn Jeff jetzt einmal die Wahrheit gesagt hat, dann müsst ihr gleich wieder tauschen. Du bist auch ein Weihnachtsmann, ne? Ja, klar. Ja, aber jetzt muss ich hier pokern, ja. Eine Runde, eine Sekunde. Ja, das kann ich verschmerzen. Der Kai hat wieder aufgeholt. Ja, Plätze meine ich. Da hatten wir auch fünf. Ich meine die. Es gab keinen Safety Cars, aber auch traurig, Kai. Fast schon. Ich hoffe, es wird definitiv trockener. Und jetzt Slicks. Nicht wieder die Kurve, oh, fast wieder weggelegt, ey. Gleich bin ich schon wieder eine Sekunde näher ran. Aber davor ist er wieder verloren, also von dem her. Ach, kann der Jeff jetzt nicht einmal die Wahrheit gesagt haben, ey? Aufgestelle im Menü die ganze Zeit, ich hasse das. Ihr Startziel sieht schon trockener aus. Ist dann gleich auf trocken rein. Auf jeden Fall. Mein Chef hat gerade eben gesagt, es macht keinen Sinn zu wechseln.
waren, die NPCs waren gerade richtig schön Platz bei den Gründen, ne? Doch gar nicht. Ich hasse es, in dem scheiß Menü darum zu eiern. Muss ich schon Trockenreifen oder was? Nix. Ja, man hat jetzt gemerkt, die grünen Reifen sind schneller. Bloß, meine grünen Reifen hätten jetzt bis zum Ende nicht mehr gehalten. Hättest ja noch warten können, bis du gleich auf Trocken wechseln kannst. Ja, das war mir jetzt zu risikoreich. Da sind noch 9 Runden. Und meine Reifen hatten schon 35%. Und da habe ich gedacht, dann save ich jetzt meinen dritten Platz und Arschlecken für dich. Einen dritten Platz? Ja, meinen. Nicht deinen. Du bist noch auf dem falschen Reifen, Kollege. Da ist deine 8 Sekunden, wenn jetzt innerhalb von 1-2 Runden werden die weggeknabbert. Ich stelle mir gerade so ein Interview nach dem Rennen vor. Ja, mit welcher Boxenstrategie sind Sie denn heute erst rangefahren? Ja, wir haben uns überlegt, so 8 Boxenstopp-Strategie könnte vielleicht Sinn machen. Ich glaube, ich weiß das Fünfte. Ja, aber es kommt einem irgendwie ein bisschen mehr vor. Oh, Cisco, tut mir leid, ich habe dir schon in einer Runde fast deine 8 Sekunden weggenommen. Bleibst du noch eine Runde draußen? Nee. Ich dachte. Thank you.
Meine lieben Zuschauer, jetzt versucht aber einer mir hier auf gelbe Reifen den dritten Platz noch zu kriegen. Das ist nicht schlau. Das ist nicht schlau. Ich glaube, das ist nicht schlau. Ja. Jo, das glaube ich aber auch. Guck mal. Ich glaube, da dreht sich gleich jemand und wir kriegen Safety Car nochmal. Das könnte auch mal sehr spannend werden. Oh ja, bitte, bitte. Knall irgendwo in die Bande rein. Cisco, das wäre echt nicht clever von dir. Pass auf, ich habe zum Kai über eine Minute Vorsprung. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, jetzt geht überhaupt nicht, dann kann ich immer noch wechseln. Aber du musst erstmal die Runde überleben. Das ist doch das Problem. Ja, ich weiß. Über eine Minute sind noch 48 Sekunden, 55, 44 Minuten. Das war scheiße Idee. Ich hab's probiert. Ich klau dir fast auf einer Runde schon 10 Sekunden. Ja, ich merk's. Du wirst kaum fahren können. Versuch was wert. Versuch mal klug. Box. Schön, ja, Kai. Mittags gedacht. Das letzte Mal, wo ich so Risiko gegangen bin, hat es geklappt. Ja, aber das ist geil. Also Geld bei dem Wetter kannst du, glaube ich, gar nicht fahren. Hier. Nee. Probiert. Weg von der Boxmauer. Weg von der Boxmauer. Okay. Wieso hättest du abschließen können? Und wie viel Platz hast du jetzt noch zu Kai? Noch genug, das reicht für den. Ich fahre jetzt auf die Spitzkehre und komme gleich auf deinem Ziel. Reicht ja so zum Schluss. 28, ja, es wird aber jetzt noch weniger. Ich glaube, der Boxen wird aber hier auf 7. Oh, 9 Sekunden. Und vor allen Dingen, jetzt hat er eine Runde, wo die Reifen nicht optimal warm sind. Da kannst du noch mal ein bisschen Zeit knauen. Naja, dafür muss ich aber selber erstmal die Runde optimal fahren. Fast. Letzte Mal, muss ich sagen, wo ich so früh auf Rode bin, da hat es sich wirklich rentiert. Da war es auch deutlich trockener. Ja. Darum bin ich ja nicht auf Rot, sondern auf Gelb. Da bin ich direkt auf Rot gegangen. Aber da hat es ja nicht mal mehr geregnet, jetzt tröpfelt das ja immer noch. Ist halt alles Flachland, Tiroler. Nee, ich bin norddeutsch. Kenn mich mit Regen und Wind aus. Ich bin auf dem Chill. Jetzt wird's trocken. Klasse. Arschloch. Ja, aber war es trotzdem zu früh. Ja. Diesmal was stimmt das wirklich, dass Tower sagt, war es zu früh. Aber trotzdem würde ich mich über so ein Ziel. Was? Okay. Naja, ich muss mir Jeff anhören. Also Jeff sagt, keine anderen Reifen, aber ich hätte mich trotzdem über so ein Cisco Safety Car gefreut. Das gönne ich dir nicht.
vielleicht am Marlon unterwegs. Und der sagt gar nichts mehr. Boah. Ich glaube, vorhin war er 8 oder so. Ja. Ich hab die übelsten Leck. Verbindung ist instabil. Ach, ich bin mal kurz raus aus dem Discord. Also seitdem der Barclay hier der Host ist, kann ich sogar streamen dabei und läuft super stabil alles hier. War das jetzt der Kai, der sich verabschiedet hat? Nein. Aus dem Discord, ja. Okay, jetzt fährt er doch selber. Der Marlon, oder? Nee, weil Kai gerade AI war. Deswegen habe ich mich nicht ein bisschen klar gefürchtet. Ich habe nicht geredet, weil ich mich konzentrieren wollte. Nur AFK, um zu Hause rumzuschreien. Ich bin um Nalt aus, was davon jürgen. Ups. Du fährst auf Mager jetzt, oder was? Was ist da los? Ja. Benzin sparen für Trockenreifen. Meinst du, wir können ja nur in den nächsten zwei Runden kriegen, oder? Ja. Hoffentlich. Ja, dann können wir nämlich alle nochmal auf eine schnellste Runde gehen. Jo. Ja, brauchst du nicht. Nimm die gerne so. So, Strecke ist bald wieder trocken, sagt er. Ja, hat aufgehört zu regnen. Mein Weltrekord im Boxenstopp hält er immer noch so ein Bugs. Kai ist auf Rot. Rot funktioniert noch nicht. Meine Station sieht sehr, sehr gut aus.
schon auf Agent Roger hier. Box, box, box. Box, box, box. Oh, Danke. Tower, schön nochmal einen Platz verschenkt. Boah, ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich. Dabei war da gar nichts. Nee. Schon wird er weggeschmissen. Ich hasse diese Boxen einfach. Aber da rutscht aber schon auch mal den roten Reifen, ne? Jetzt mittlerweile allerdings auch mit den grünen, so ist es nicht. Warum ist es nicht besser? Weil es dann schon wieder zu trocken ist. Ja, ja, genau. Und das habe ich gerade gemerkt. Deshalb, ich habe ganz harmlos Gas gegeben und dann hat er mich weggehauen, ey. Dann mal raus. Ciao. Ciao. Seine geknickte. Ah, ist mir auch letztens schon passiert, dass er so früh rausgeflogen ist. Ja, ist natürlich ärgerlich, ne? Ja. Ist aber letztens nicht auch spät rausgefallen? Ja, ja. Ja. Auch zu spät, ja. Ist krass, ne? Der Kai hat mir jetzt 20 Sekunden abgenommen in zwei Runden. Ach, verdammt. Ich bin zu doll rumgerutscht, um jetzt nochmal schnell zur Runde zu fahren, oder? Ah, ne, letzten Sektor war ich nochmal schneller, aber. Hilft nix. Ja, komm ich jetzt nicht raus, wenn du den Mugen gekriegt hättest. Ja, hätte der Mugen mich nicht überrundet, hätte ich dich 100%ig noch gekriegt. Das sind von 13 bis 17 Sekunden in der letzten Runde. Was ich eher so sehen, kann es froh sein, dass ich dich nicht nochmal überrundet habe. Du kannst froh sein, dass ich dich gerade eben so locker vorbeigelassen habe. Ja, du hast blaue Flagge, du musst ja, ne? Ich muss überhaupt nichts. Ich hätte dich auch mit ins Verderben ziehen können. Ja. Da wärst du genauso schnell weg gewesen, wie du da gewesen bist.
Diese Drohne, ne? Furchtbar. Scheiße, scheiße, scheiße. Konntest du jetzt noch was machen, Tower? Schnellste Zeit? Nein. Ich habe mir ja mein Auto zerlegt. Achso, oder komplett im Arsch. Ja. Hellgelber Flügel. Arroganter Arsch. Hinter. Wenn man den jetzt so hinter uns über die Brüsten schubst. Ja, ich wär dafür. Lass uns abstellen. Beim Start vom nächsten Rennen die Reifen am Asphalt festdübeln, weißt du? Das war ja ein Rennen, ey. Ja, 54 Minuten oder? Gefahren. War schon lang, ne? Was denn? 54 Minuten. Ja, stimmt. 50% schon mal kommen, wir werden voll fahren. Aber wo der Trocken? Dauert halt länger, ne? Ich hab sogar 6 Stops da. 6 Stops? Was macht denn sowas? 6 Stops, 6 Stops. Savey, 6 Stops. Da wären wir wieder bei den roten und grünen Lichttower. Ja. So, was, Cisco, du hast gesagt, ungefähr 5 Minuten, ne? Länger laufen lassen. Nicht beim letzten Mal, ja. Ey, ja, als nächstes. Schön. Könnte es ebenfalls regnen. Aber ich bin mit meinen 105 Punkten bin ich eigentlich sehr zufrieden. Schon auf. Ja, Barkley hat, leider keine Punkte gemacht. Da will ich das Kino wirklich zeigen. Also der Start war ja, eigentlich war der phänomenal. Den Start wollte ich auch nochmal gucken. Also da hat der Marlon total versemmelt. Moon hat versemmelt. Der Marlon, ich bin fast mit Gelb gestartet. In die Kiste gefahren. Ja, aber du hast auch den Start verpennt. Nö. Kannst du gucken, bin ich ganz normal losgefahren. Und dann mit Gelb noch schlechter wie ihr auf Roten. Also richtig verpennt habe ich noch nie in Stadt. Also, ich sag mal, du bist so langsam, dass ich dich sofort schon, als ich nur beschleunigt habe, muss ich schon rechts rausscheren, damit ich dich nicht ramme. Ja. Kannst aber Video also gucken dann. Den dreht's und dann hatte ich nur noch... Ich habe davor schon gesehen, das wird knapp. Der Marlon hat geschnitten und dann wurde er abgedrückt und dann hatte ich die Auswahl, in die Nei fahren oder noch mehr Basen. Wer ist denn der rote Wagen da? Das bin ich. Weil du kommst nämlich auch super weg. Du weißt, ich komme absolut nicht weg. Na, du bist Zweiter. Also ja, du scherst als Zweiter, scherst du gut ein. Ich glaube aber, dass ich den Mugen links rausgedrängt habe zum Start. Nee, na ja, aber ich sag mal, du ziehst sauber rüber, der Mugen sieht dich auch. Ja, aber ich komme zu spät dann zum Bremsen, das war mein Problem. Genau, und da, ja. Ja, da fährst du hinten so ein bisschen den Flügel ab, okay. Ja, bloß minimal, bloß touchiert, aber da war halt eben dunkles Gelb. Ah, schon. Hier, Cisco und Marlon. Cisco fährt den Marlon leider in die Seite rein, ja. Fast, also ich habe keinen Schaden, nichts gehabt, also ich habe gerade so eine Millimeterarbeit noch abdrehen können. Ja, aber ich glaube, er hat sich auch gedreht, ne? Weil er ist Kai ausgewichen. Also man sieht auf dem Curb, dreht er sich schon weg. War eigentlich zu, dann hatte ich nur noch, ich habe halt gesehen, der Marlon hat halt auch weit reingezogen, der Kai hat auch weit reingezogen und da war halt kein Platz mehr. Und dann bin ich ja schon auf dem Rasen und dann war plötzlich auch noch der Marlon auf dem Rasen. Ihr habt beide echt Pech gehabt, ey. Ich bin zufrieden dafür, dass ich nach dem Start letzter war, zum Glück ohne Schaden. Boah. Ja, Wetter ist okay. Ich hab mich halt ein bisschen was verhunzt mit den harten Reifen zu Anfang direkt. Ja,
Morgen, jetzt kommt die Safety-Car-Phase. Die 5-Sekunden-Strafe.